taktisches Campen. Das war auch eine interessante Kombo. Oh, jetzt wird es interessant. Big Clan gegen Unicorns. Und da treffen wieder zwei krasse Spiele. Drei krasse Spieler aufeinander. Und jetzt hat Eliseo, ist es, der die beiden überrascht. Oh, unfassbar stark ist der hier von Mozero und seine Mate Michi. Und Michi scheint Mozero aber nicht mehr retten zu können. Nein, da geht einer für den Finish. Oh, und die sind hier sehr gut aufgeteilt. Ja, es ist sehr bitter. Michi, schöne Nate, mit der Eliseo dann am Ende aber nur finishen kann. So, Reznov kommt mit dazu. Reznov will da pushen. Da wissen sie nicht so ganz, wo der Big Clan ist. Michi, wunderschöne Nate, ganz wichtiges Ding. Und jetzt ist es nur noch Icy dafür. Icy, den muss man rausnehmen. Icy geht für den Peak. Oh, und Beast wurde richtig weggelasert. Und das weiß Icy. Der wird pushen. Der wird pushen. Michi, unser Nate-Gott. Nein, aktuell nicht. Und jetzt ist es mein Monitu. Es wäre Icy gegen mich. Nein. Während wir jetzt Penta auf dem 7. Rang rausgehen sehen. Und jetzt wird es richtig interessant. Jetzt kommt auch noch Vamos mit in den Spiel. Game Lord ebenfalls zu Fürth. Und mal schauen, ob die Jungs von Unicorns of Love ein Wörtchen mitreden können. Ich glaube auch nicht, dass sie hier tief senden werden. Ich glaube, da wird der Ashplay nach wie vor die Option sein, die sie da präferieren. Und sich langsam über den Norden reinspielen. Ganz anders als bei den 4 Romanian Men. Die machen hier allerhöchste Eisenbahn. Und schau dir das an. Ein Knock nach dem anderen. Du musst aufpassen, dass er sich nicht allzu weit in Gefahr bringt. Aber